Bonita, 33 für Kramos. Bonita möchte Stampfer lernen, okay? Und da ich was anderes brauche als eine. Nein, wir sitzen Flammenrad raus. Weil Flüsulade brauche ich, um vielleicht die Initiative nochmal zu pushen. So. Weil Stampfer, ich brauche eine Attacke, die ein bisschen was anderes drin hat als Feuer. Kramos möchte Verhöhner lernen, möchte ich aber ihm nicht beibringen, damit ist es okay. Wir haben es geschafft, liebe Leute, wir haben Hilda, wir haben Milokario, bevor es große Ärger machen konnte, haben wir es ohne Probleme geschafft. Sehr cool. Ich muss die Lage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Es war ein bisschen Glück dabei. Wie gesagt, sie hat einen Fehler gemacht, hat den direkt auf Kreinschrei gegangen, mein Feuerstummel getroffen und es hat es gekillt. Das war das Wichtigste. Und deswegen war ich vorher noch drauf und habe DMs gekauft. Okay, du hast gewonnen. Schon eine Weile her, dass mir jemand einen Pokémon-Kampf das Wasser erreichen konnte. Das war sehr lehrreich. Ich weiß, was du damit deinen Orden friedlich verdient. Ja, hast du ihn. Ort Nummer 3, das ist der Bergon. Gut, gut. Ich sollte mir jetzt auch erklären, was du so anbewirkt, ja? In diesem offiziellen Orden der Pokémon-Liga kannst du mit deinem Pokémon-Form-Attacke Fliegen einsetzen. Oh, und diese auch noch für dich hier. Die Sticker, okay. Und noch die TM 60. Ja, sie kamen nicht mal dazu, ihre Spezialattacke einzusetzen. Denn die TM 60 ist eine Attacke. Ableithieb. Ja, sie fügt dem Ziel nicht nur Schaden zu, sondern raubt ihm auch KP. Genau, dieses Lucario hätte richtig Ärger machen können mit dem Ableithieb. So, deswegen werde ich den Ableithieb auch meinem Pokémon beibringen. So, warte mal, nehmen wir den TM. Fünf Stück davon. Fokusstoß, Kraft. 20, 70. Ja, ich nehme es wieder raus. Ich nehme Fokusstoß wieder raus. Komm, scheiß drauf. Aber der ist mir jetzt gerade ein bisschen lieber. Ich habe Fokusstoß eigentlich auch nur gekauft, um hier eventuell einsetzen zu müssen. Das war jetzt eigentlich so der Plan. Gut, dann haben wir es. Ja, nicht ganz. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe es versehen mit Pokéball fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Genau. Ja, als wir in die Stadt reingekommen, da haben wir diese zwei Galactic-Kugeln da oben stehen sehen. Und ich habe ja gesagt, die Stadt erkunden wir in der nächsten Folge. Und das machen wir nämlich dann auch wirklich jetzt in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann heißt es, erstmal Schleide erkunden, beziehungsweise, ja, erstmal die Spoiler lesen und dann Schleide erkunden. Bis dahin, wie gesagt, bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir erkunden heute Schleide. Schleide wird nicht umsonst statt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Sonst hat damit nichts zu tun. Aber hier, eine technische Maschine für dich. 57, okay. Sagen wir das. Jetzt der Pokémon Ränkerschmieder wird dann die Pizza angriff stark erhöht. Und am Rande. Viel Glück noch in der Stadt der Steine. Ich weiß nicht, es gibt jetzt immer eine Steinattacke. Oh, wir sind ein wenig müde. Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich dir eine Pokémon-Massage geben. Was sagst du dazu? Ja, klar. Also haben wir nicht eins Pokémon, was irgendwie freundschaftlich sich weiterentwickelt? Eigentlich nicht, ne? Wir haben keinen im Team, ne? Komm, wir nehmen. Auswählen. Hey, fahr mal los. Entspann dich, mein Kleines. Hier können wir Schrautvertrauen. Sind zufrieden. Jetzt hat der Pokémon ein Herzlich bei sich gehört. Bitteschön. Ein Düstersticker C. Okay. Dankeschön. Der Schalmann, Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Jo, wie geht's euch, meine Fans? Ihr wisst, Dank, dass ihr wieder beim Wechselwirkungskanal reinschaut. Hat sich ja schon mal vom Team Attacken, Attacken vom Team Kiffer eingesetzt, oder? Nein. Die sind nicht sehr effektiv vom Pokémon gegen Pokémon vom Typ Gift. Sie sind so zu schwach wie all die Möchtegern, sie mich kopieren wollen. So, das war's auch von mir, schon wieder für heute. Vergesst nicht, eine Fanpost zu schicken. Und geht's ja einfach ein Vogel-Pokémon, die bringen sie mir sicher gerne. Aber weiß, ich begegne jetzt irgendwann mal. In diesem Sinne, man sieht sich hoffentlich. Du hast ja schon eine Schleide, Arena. Ja.
Die ist eigentlich interessant, kann ich sagen. Ich erinnere sie irgendwie an eine Turnhalle. Hey, es gibt so viele Kaumba-Künstler, du weißt schon, Tricks und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben. Wer weiß? Ja, wo ist denn nur hin? So, mein großer Sohn ist halt der Linse, die mein Herz praktisch irgendwo verloren haben muss. Bitte, aber leider ohne Erfolg. Wo ist sie nur? Ich habe eine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich nicht suchen. Warte, wird mir mein Schaling gewählt? Einen schönen Tag ist für einen Meteorit einfach so vom Himmel und an der Stelle, wo der einschlug, erblühte später eine Stadt. Der nutze Gedanken, daran rockt total. Wurde Welt mit genommen, lass dann aufwendig den Zufall. Ja, mal gucken, ob wir ein bisschen rumlaufen spielen können. Das wäre auch cool, ne? Willkommen! Im Geschäft kann man jetzt um deinen gesamten Look von der Kleidung bis zur Frisur. Oh nein, die T-Shirts mit Pipi-Aufdruck sind schon ausverkauft. Wir kamen in der Modewelt mit rundum. Ist da noch etwas Bestimmtes? Gucken wir mal. Was haben wir denn nicht für Schönes? Wir können Pikachu-Hoodie ausfüllen. Okay. Das würde tatsächlich zu unserem Pokémon passen. Weil ich will ja Kramchef ins Team nehmen. Das werden wir, wenn wir mal eine dicke Kohle haben, wenn wir das irgendwann kaufen. Ich gucke jetzt mal die anderen Outfits an. Gengar-Jacken-Outfit, Frivoli-Jacken-Outfit, Netzhosen-Outfit. Ich nehme das Pikachu-Hoodie an. Komm, was soll's. Ja, möchte ich. Also hier Jacken-Outfit werden wir uns einfach noch kaufen. Ganz klar. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Hat die irgendwie davon wegen Frisur? Ja, ne. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt irgendwie... So, dann haben wir schon mal ein neues Outfit. Unseren Charakter. Wurde Verlager, waren im Überfluss. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Okay, diese Box kommt dahin. Ah, es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt war Pipi mit seinem winzigen Pfötchen, wäre mir eine große Hilfe. Das sind gefühlsweise Kisten nur. Wir haben dich dann fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Und wie gesagt, ich dachte, sie haben, wenn ich mich als würdigerweise. So, jetzt gucken wir mal, was hier unten noch ist. Das ist ein Mystery-Meteorit, der von Himmel gefallen ist. Der auch. Ja, das geht hier jetzt genau wie das wahrscheinlich. Ein Girafari. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier ist das, was für dich. Oh, ich habe ein Metronom gekriegt. Cool, danke. Metronom, verstecktes Sichuatang, kann das? Nee, verstärkt einen Attack geht öfters in Folge ausgefüllt. Dann machen wir das doch. Nehmen wir doch mal hier. Sicher oder Kampf? Fausttafel oder Kampf, komm. Glocke mit. Oh ja, dem Galaktik lagern alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich hab gehört, sie haben sogar eine TM. Okay, dann haben sie. Und die möchten wir uns natürlich gerne holen auf diese Folge. Arena-Leiterin Helga. Arena-Leiterin Hilda mag wie ein argloses junges Mädchen wirken. Wirklich, sogar Erwachsene haben es gegen mal schwer, wie sie. Nö, ich habe sie eigentlich relativ easy reingekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Lakario so einfach wegkriege. Aber wir haben es geschafft. Wenn nur die freien Attacke fliegen einsetzt, kannst du eine Sekunde schon in den Widerstand gelangen, den du schon mal warst. So, ich halte mein Team gerade kurz. Ja, wie gesagt, bis unser letztes Teammitglied noch dazu kommt, das wird noch leider ein bisschen dauern. Ja, vielleicht können wir es aber mit. Könnten wir es aber tatsächlich noch abkürzen. Mal gucken. Mal gucken.
Gehen wir mal hier hoch. Ich guck mal, warum ist da. Ja, sehen wir? Ein Fläschchen AP Plus, ja, wie gesagt, das, auch so kleine Dinger kann man manchmal gebrauchen. So, gehen wir da mal rein. Was ist das jetzt hier? Nichts wichtig. Da kann man gar nicht weiter. Aha. Gehen wir mal in die Mitteltür. Herzlich willkommen. Das ist die Galaktik. Verzeihung, ich meine, das ist das Galaktikgebäude von Schleide. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Pokémon, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Ich stelle davon nur mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns gegen diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Wir von Team Galaktik erbeuten alles, was richtig und nagelfest ist. Was jetzt wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Team Galaktik arbeitet hier Tag und Nacht an der Erschließung neuer Energieressourcen. Mein Gott, wer das Wort. Du bist etwas noch zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du uns gerne anschließen. Nein, möchte ich nicht. Gut, dann auch hier rum. Ja. Gut. Und dann war ja das, was du Chia uns noch gesagt hat. Sie möchte ja unbedingt noch. Hey, da ist die Arena-Leiterin Schleider. Mach ich das der Arena-Leiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzhofen. Das ist ja viel zu stark. Gegen die habe ich keine Chance. Ich habe einen neuen Sonnenschirm gekauft. Aber ich will nicht, dass er vom Regen das wird. Also ich will immer die Wettervorhersage an. Okay. Kauf dir doch einen Regenschirm. Wenn es Menschen gibt, die sehen wollen, erscheinen Pokémon auf verschiedene Art und Weisen. Hat eine Legende der Kraterwerk sind in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Chalets ansehe, ist vielleicht sogar was dran. Ja, es gibt ein westliches, glaube ich, und ein nördliches, kann das sein? Blaues und ein rotes oder rosanes? Das Team Galaktik-Gebäude stockt mich. Es folgt so bedrohlich auf mich, dass ich kaum noch schlafen kann. Ich hab dich mal im Bett. Hier sind doch ein Ding an dem Gebäude. Ist die jetzt in? Ich bin angekommen, um Koffer zu meinem Geld zu verpassen. Weil der eine Felswind hier wirkt ja auch recht kalt. Ja, schon ein bisschen, ne? Team und Weltmetronom, die hier neulich eröffnet hat, bestens anzukommen. Ja, ich habe mein Outfit von denen. So, hier kommen wir noch gar nicht ran. Da brauchen wir die TM-Kraxler. Die ehemalige VM-08. Und jetzt gucke ich hier oben noch mal rein. Da nicht irgendwas noch brauchbares liegt, scheinbar nicht. Also können wir uns jetzt hiermit widmen. Hey, kannst du mir helfen? Ich habe sie in meinen Pokédex verlassen und dem Galaktik hat sie sich geschnappt. Würdest du mir zusammen gegen sie kämpfen? Bitte! Ja. Und deine Pokémon zusammen mit mir und mein Pokémon, ein Dreamteam, das gar nicht verlieren kann. Diese Schurken mit den fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. So, was haben wir denn hier? Also, Rudolf und Papinella. Ich habe keine Kämpfe. Mann, ich kann gerade immer noch keine Gesteinsattacke haben. So, Rudolf ist erstmal schon Geschichte. Level 24 für Gurkmodon. Ja, vielleicht kriegen wir es hin noch bald. Gewissheit, ich brauche keine Gewissheit. Ich brauche eine Gesteinsattacke. Hier genau, jetzt kannst du Gesang einsetzen, wie du Lust und Laune hast. Nicht gegen mich, sondern gegen das komische Papinella. So, was haben wir denn hier als Gegner noch? Okay. So, ich nehme erstmal das Papinella raus. Damit das Viech nichts mehr machen kann. Weil die Wunkel wird nicht so viel machen können. Nicht ganz.
Wäre cleverer gewesen, wenn du Pipi gegangen wärst, Digga. So, Volltreffer. Jawohl. Ärger. So, eine Muschel locker gleich erfüllt. So, was war denn das Problem jetzt gerade mit dem beiden? Okay. Du hast zwei Kinder besiegt. Das darf nicht wahr sein. Ach, hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager am Arbeiten. Tja, manchmal wäre das besser gewesen. Ah, da steht doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reißen Blindgänger. Sollte uns im Hauptquartier neu besorgen. Die haben mich ja Pokédex, interessiert doch hier eh niemand. Die Charakter schon mal alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird es gehören. Hier, nimm ihn. Das soll dein nutzlosen Pokédex. Der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lager aufbewahrt hatten, würde sowieso schon nach Weidenburg geschafft. Also bleiben die Namen treu. Nach einem rüpelhaften Abflug. Ihr habt schon noch euer Fett abbekommen. Was ist denn hier los? Frau Lauf, die Typen von Team Galactic durch die Straße benehmen sich. Das würde ihnen alles gehören. Vielen Dank, ganz ehrlich. Und bevor ich so Albe jemand herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, na, ich mag gar nicht dran denken. Also, was ist das jetzt vor? Ich überlege, nach Weidenburg zu gehen. Im Großbedorf leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Nee. Weiß ich noch nicht. Also, Großmoor, ja, ich glaube, wir brauchen es nicht unbedingt mitzunehmen. Ja doch, wir nehmen es mit wegen den DMs wahrscheinlich. Dass wir uns einfach noch mal ein bisschen umgucken. So, erstmal haben wir ja die TM94 Fliegen, die wir bekommen. Und damit haben wir es im Pokédex auch in dem Pokédex auch registriert, dass wir jetzt fliegen können. Hm? Wir können die sogar einsetzen, weil Wilder den Ort geholt hat. Hehehe, was haben wir dann hier? Du bist ja gar nicht zum Team Galaktik. Du bist dazu noch ein Kind. Also mit dem, das, was wir mit der Energie vom Kindkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weidenburg. Ach, darum geht's gar nicht. Keine Ahnung. So, gucken wir hier, ob wir was haben. Nee. Aber da kommen wir da oben nicht. Schade. Gut, dann sind wir durch. So, was nächstes? Wie geht die noch? Weideburg. Gut, okay. Weideburg ist dann das nächste, was wir machen. Das heißt, wir werden uns hier runterbegeben. Und Runde 214 erkunden. Weideburg ist ein ganz schönes Stück. Da haben wir noch ein paar Trainer auf jeden Fall vor uns. Und das nehmen wir dann in der nächsten Folge wieder bei mit. Dann bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter und gehen nach Weidewood. Willst du echt Route 214 angehen? Das ist doch so unwegsam. Zu sehen gibt es ordentlich. Gut, dass du so ruhmmähnig in meinen Besuch aufschicken könntest. Wieso grätze ich nämlich alleine das dickste Felsgestein? Ich muss mein Team wieder heilen. Ach Mann, dass ich das immer vergesse. Das vergesse ich jedes Mal, dass ich da lang, dass ich das machen muss. Hoch. Beziehungsweise gehalten. So, wie gesagt, 214 ist heute das große, unsere große Aufgabe. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, dass wir tatsächlich nächste, übernächste Folge schon den Klärern Orden holen können. Also die Orden 3 und 4 sind relativ zeitnah. So, auf jeden Fall. Hier unten ist dann Trainer. Achtung, hinter dir! Bitte wo? Da ist ein Wand. So, was haben wir denn hier? Serien Ariana. Anjurak! So, Kamo ist natürlich die erste Wahl.
meine erste Wahl. So, Nebulak sollte eigentlich nicht das Pokémon sein. Nebulak ist Problem. Hab die von noch nicht ganz 32. Traumfugier. Ja, Traumfugier hat eine Weile gedauert. Nehmen wir das mit ins Team rein. Aber das gibt's ja gar nicht auf der Edition. Das gibt's nicht nur in der Parallel-Edition. Und deswegen habe ich gesagt, nö, nehmen wir nicht mit rein. Ja, das ist blöd, dass jetzt einige Orte direkt hintereinander kommen. Wie gesagt, vielleicht aber schon in der nächsten Folge der nächste Orden. Aber wie gesagt, die Bereiche 32, genau wie Kramar. Kadabra. Und bleiben wir drauf bei Gewissheit. So, Kadabra, keine Chance. Super. Mein Plan, die zwei verängstigen, ist gescheitert. Ja. Ach, wir können noch gar nicht surfen, ne? So, gehen wir die Bären hier mit. Zwei Zitrobären. Und zwei Maronbären. Und zwei Granabär. So. Gut, dann haben wir hier noch. Was haben wir hier? Rangers ist, glaube ich, ne? Sieg oder Niederlage. Wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. So. Rollenspieler. Ne, Rollenspieler ist es. Kein Ranger. Sagen wir tatsächlich wie ein Ranger aus. Ja, wir fahren Goldini. Zumindest meiner Meinung nach. Schlag. Na, ah, schade. Nimm mal mit, was du. Vielleicht hast du ja eine Beere. Ja. Wieder ein Volltreffer? Okay. Ich hätte sich gedacht, dass jetzt wieder. Dass da noch ein Volltreffer kommt. Noch ein Goldie. Die wird wahrscheinlich nicht viel haben. Komm. Obwohl das. Ich glaube nicht, dass es gar. Ups. Naja, das ist direkt nur ins Art. Das war jetzt mal die Computer, was hier runtergefallen ist. Da kannst du ja nichts viel machen. Das ist wirklich effektiv gemein gestellt, Pokémon. Ihr setzt euch doch ab jetzt! Nein, ich bezeichne das nicht hoch genug. Ja, nein, 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 nein. Die sind wirklich. Ja, ja. Gott sei Dank, die kann ich nicht mehr sagen. Was ist das? Kopf nicht. Stopp. Jawohl, und die Dings triggert. Bonita kann nicht viel machen mit ihrem Pizza. Ach Gott, Bonita, ja, Goldini meine ich. Ich darf nochmal ansetzen, weil wir in der ersten Runde angefangen haben. So, dann war's das schon für Goldini und diesen Rollenspieler. Ich gehe gerne mal daneben. So. Gut. Ich möchte gerade gucken, ob ich hier oben das Item noch mitnehmen kann. Hier werden wir sowieso noch mal im Laufe des Let's Plays zurückkommen müssen. Weil da eine Route ist, die ist jetzt um 17.00 Uhr. So, was haben wir denn hier noch? Was? Du hast ein Pokédex. Ja, ja, hab ich. Warum?
Pokémon-Sammler Lorenz zu spielen. Ja, das mag ich auch immer, dass ich keine Gesteinsattacke habe. Ich hätte gerne eine Gesteinsattacke, damit ich weiterkomme. Aber das ist nur ein Spiel. Nee. Ich bin schon. Doch, jetzt geht's ohne. Ich hab ja Wasser zur Not. So, Flügelschlag-Kit. 25 für Kuckuck Don. Vielleicht, wie gesagt, schon in dieser Folge. Weil ich werde bis Level 28 trainieren müssen, also noch 3 Level und dann werde ich es entwickeln. Im Level ja sind wir fast alle gleich durch. Ich gucke mal. Also bald ist es gesteigert. Oder was in die Richtung. Haben wir einen kleinen Vorteil schon. Okay. Glocke, holt ein bisschen Kaffee. Und das ist Pokémon-Sammler Lorenz ist besiegt. Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Oh! Einmal ein. Also das Ei schlüpft. Geil! Das kommt raus. Schöpft die. Nee, Bonera. Okay. Ein Vonera. Das ist das Ei, was wir jetzt hoffen, von dem Wanderer gekriegt haben. So. Seebox, ich brauch's nämlich nicht im Team. Dann habe ich zumindest das Thema mit dem Ei erledigt. Gut. Dann steht noch eine Schönheit, die ich mitnehmen möchte. Ich bin nach Hause. Du möchtest mir etwas mit Pokémon beibringen? Keine Ahnung. Nö, ich will gegen dich kämpfen. So, was haben wir denn hier? Bombardame. Hatten. Hatten. Das ging jetzt ganz, ganz schnell. Ach, die ist schon wieder besiegt, ey. Wie schnell hat den einer mit tot? Wow, das kannte ich doch gar nicht. So, da haben wir hier noch einen Seher, oder? Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Das warst du. So, Alpollo. Und noch ein Kadabra hinterher. So, dann haben wir noch mal, also Kadabra auf jeden Fall. Und ja, war jetzt nicht die Mega, aber also, ich denke mal, mit Kramox haben wir einen vernünftigen Schachzug gemacht. Das würde mich jetzt auf Level 33 aufsteigen und hat schon wieder volle Kapier.
Weil immer wenn wir Schaden machen, kriegen wir ein Stück HP. Wenn ich besiegen will, wird es nicht einfacher. Meine Sammlung zuliebe kämpfe ich mit auch Trainern, mit denen ich nicht besiegen kann. Das macht den Sammler aus. So, das ist ein Sammler, kein Seher. Nö, das ist ein Sammler, kein Seher. Das ist Roselia. Na gut, auch nur. Fall los. Sollte eigentlich kein Problem mit dem Spiel sein. Sowieso nicht mit dem Vortreffer. Und noch ein Roselia. Jetzt hast du drei Stück oder was? Ja, drei Pokémon hast du auf alle Fälle. Ich denke, das wäre drei Roselia werden. Kein Problem. Genau, mit der letzten Scheißattacke kriegst du noch ein Giftdorn, oder? So, Georg ist besiegt. Auf den letzten Angriff kannst du stolz sein. Aber vielleicht kriegen wir es doch noch die Folge hin. Die haben ja noch ein bisschen Zeit. Gegen Gift. Ich ganz kurz mal hier oben lang muss. War das eine Gründe, warum? Ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das habe ich ziemlich stark gemacht. Gut, dann haben wir jetzt noch den Trainer. Dann nehmen wir da oben drüber noch so einen Sammler. Was hast du jetzt? Ein Schiffer. Hallo Katze. Also, Bonita dafür rein. Hallo Katze. Ja, du musst jetzt den Mikrofon nicht klappen. Also wenn das jetzt gerade jetzt, das hört ihr jetzt wahrscheinlich, ist meine Kater, der jetzt hier gerade neben mir steht und jetzt hier der Köpfchen mit dem Mikrofon rein. So, ihr kennt das ja, Katze. Hm? Okay, also probieren wir es nochmal. Flammenwurf. Oh, Schildero ist kein Problem. Und dann räumen wir gerade gut alles aus dem Weg. Also jetzt, das ist so ein Gegner. Hilda hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir ihr Pokémon da ohne Probleme wegkriegen. Ihr Lucario. So, dann nehmen wir das mit. Und ich möchte. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. So, weiter. So, was haben wir denn hier? Ein Barmelin. Nehmen wir einen Pflücker. Das ist immer eine Beere auf, die eine Beere kriegt. Hat. Noch ein Barmelin. Ja, das ist das Problem bei den Sammlern. Die haben alle drei immer das. Die haben drei Pokémon und alle immer dasselbe. Auch eine Gesteinsattacke immer für mein Pokémon, für mein Mutter. Aber nicht viel, nur etwas beisetzen können.
haben wir Level 26. Geht das jetzt, oder? Nein, natürlich nicht. Wieso? Ich brauche noch zwei Level. Ich habe das Gefühl, hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welches Pokémon entdeckt habe. Welche Pokémon ich entdeckt habe. So, der gute Otto möchte uns herausfordern. Oh, der hat ebenfalls einen Pokémon Dorn. Ernsthaft? Ja, ich gehe trotzdem auf Gewisser, weil ich brauche eine Pokerfette und eine Pokerfette. Ich muss Level 24, okay. Naja, stimmt. Jetzt noch ein Raub hinterher. Na, gib mal her, was du hast. Level 33, blieb drin. Ich bin mich im Weg. Na komm, hast du was. Ich würde hätte gerne die Attacke rübergezogen auf den Kleinstein. Gehen wir auf die Fing kommt. Ach, deine Scheißfähigkeit. Hier Katapulten. Ja, den Scheiß Fähigkeit habe ich gesehen. Ja, da sind jetzt nicht die 100 Meter, 50 Meter, aber ich finde es einfach das Team nicht hier. Und es fehlt ja noch ein Teammitglied. Das wäre ja hoffentlich bald. So, das war's. Der Ruin-Maniac ist besiegt. Ich kann aber auch hier noch Ding jetzt mal zur Seite nehmen. Denn da war noch was, was uns mal erzählt hat. Und zwar in dieser Höhle findet ihr die TM28 Schaufler. Jeder nennt mich nur den Ruin-Maniac, aber es ist ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Weißt du warum? Weil ich ein Ruin-Maniac, der von Nikakito fasziniert ist. Das weiß ich nicht, das ist plötzlich. Und das, wenn wir uns im Weltstand liefern würden. Du gehst los, fängst die Kognito, während ich hier weiter grabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Ich habe sogar eins. Aber wir haben eine Bodenattacke. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und zwar. Die kriege ich natürlich gucken und dann. Und ich nehme Harnstein raus. Donnerwitz werde ich auch demnächst rausnehmen. Weil ich brauch's nicht im Team. Ich habe es tatsächlich drin, weil wir gegen 5 Pokémon sonst nichts haben, außer halt. Außer dem Felsgrab von. Dann wollte ich nämlich noch was mitnehmen, den Typen. Jetzt muss ich ihn nur hier hoch gerade nochmal, weil da ist nämlich noch ein Item. Und zwar hier.
meine Großwurzel. Verstärkt KP stehende Attacken wie Megasäure und so. Dann haben wir hier unten noch einen Trainer, einen Top-Trank. Dann sollten wir eigentlich durch sein für heute. Ja, ist hier noch ein Trainer. Wäre unser Punkt 214. So! Das Kühnheitsufer, das müssen wir, können wir kurz mal noch meiden. Das brauchen wir jetzt noch nicht mitzunehmen. Und da rechts geht es nicht weiter. Und ich glaube, das Item, das kriegen wir nicht, aber das kriegen wir. Und zwar ein Paraheiler. Ne, wir kriegen es nicht mit. Schade. Ich dachte, wir kriegen das noch. Ne, das ist, glaube ich, nur so ein Kraxler-Ding. Ne? Das heißt, wir können eh nichts machen. Ja. Schade. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und dann geht's weiter mit Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Dann erkunden wir erstmal diese Hotelanlage und dann geht's weiter straight in Richtung Weideburg. Dann sind noch mal Trainer vor uns, sonst wird das hier mit der Folge ein wenig zu lang. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Bis dahin und auf Wiedersehen.